Wir wissen, dass da eine Mannschaft auf uns zukommt, die natürlich die Qualität besitzt, ganz weit oben mitzuspielen. Aber wir haben auch in dem Spiel gesehen, dass wenn man kompakt steht, dass man, wenn man aggressiv gegen den Gegner, gegen den Ball arbeitet und vor allem sehr mutig auch in der Defensive und dann sich in die Offensive was zutraut, dass durchaus was machbar ist. Jetzt wenn wir zu der Tugende zurück, so wie es gegen Gladbach war, dass wir uns einfach mutig und aggressiv gegen Dortmund was zutrauen. Gegen den Ball arbeiten und vor allem kompakt stehen und auf Fehler des Gegners lauern. Und da, wenn wir da ansetzen und da auch dann weitermachen, wie es gegen Gladbach war, werden wir sicherlich eine Möglichkeit haben, auch gegen Dortmund was zu holen. Also ich will damit sagen, dass wir gegen die Top-Mannschaften zu Hause immer uns viel Mut zugetraut haben, viel Aggressivität an den Platz gestellt haben und auch die Fans im Rücken hatten. Und das wird in diesem Spiel auch nötig sein. Wir müssen mutig sein. Ich glaube, jeder ist heiß auf Dortmund. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft auch das Ergebnis zu Hause vor allem für die Fans und auch für die Stadt hier wieder gerade rücken will und zumindest nicht verlieren will. Systemumstellung auf Schalke. Trainer Roberto Di Matteo hat nach der hohen Derby-Pleite gegen Borussia Dortmund sein defensives Spielsystem überdacht. Nach so einem Spiel und macht man sich natürlich Gedanken über das System und Spielern. Wir trainieren eigentlich täglich mit verschiedenen Systemen. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Schalke 04 trifft am Samstag auf die TSG 1899 Hoffenheim und könnte bei einer Niederlage seinen Tabellenplatz an den Gegner verlieren. Korkut mit Optimismus. Hannovers Trainer Taifun Korkut hat sich von der Kritik der letzten Tage unbeeindruckt gezeigt und bleibt auch vor dem Spiel gegen die Bayern zuversichtlich. Der Druck sei sein ständiger Begleiter. Er sei bei ihm gut aufgehoben und fühle sich da immer wohl, sagte Korkut. Er kenne seine Aufgabe und wisse um die große Verantwortung gegenüber dem Verein, der Stadt und der Mannschaft. Nach dem schlechten Rückrundenstart von Hannover 96 war Korkut in die Kritik geraten. Unser Trainer. Das werden wir sehen. Ich würde es mir wünschen, ist doch klar. Also das auf jeden Fall. Ich habe bis 2018 noch Vertrag. Wegen mir könnte er bis dahin verlängern. Klar ist, ich glaube, jeder wünscht sich in München, egal bei welchem Verein auch, wünscht sich ein gescheites Derby. Das heißt, ein Derby in der ersten Liga. Im Pokal ist es immer möglich, aber erste Liga wäre doch schön, wenn wir wieder mal ein Derby hätten. Wir sind alle Außenstehende, deswegen können wir wenig darüber sagen. Aber im Moment gibt es ihnen einfach recht. Sie haben eine Serie wieder gestartet. Ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwie ein Spalt zwischen Mannschaft und Trainer war. Und wenn man das Gefühl nicht hat, dann ist es auch schwer, den Trainer zu entlassen. Der Spieler kann nicht wissen, was wird ihm jetzt gespritzt, sondern der Spieler muss einmal nachfragen. Dann gibt er das Vertrauen den Ärzten, den Physiotherapeuten, wen auch immer. Dieses Vertrauen gibt er ab. Und deswegen ist es gut, dass es dieses Gesetz jetzt gibt, weil der Spieler damit, er muss natürlich nachfragen, ist das alles in Ordnung? Aber der Spieler vertraut bestimmten Personen, die sich in dieser Region einfach auskennen. Und das ist enorm wichtig. Und trotzdem sollte der Spieler natürlich immer einmal nachfragen. Zinnbauer hofft auf Berami. Der HSV-Coach setzt in der Partie gegen Borussia Dortmund auf die Rückkehr von Wallon Berami. Wallon ist sicherlich sag ich mal, so ein Schlüsselspieler in dem Spiel, auch weil er von der Aggressivität her gegen den Ball natürlich auch die Mannschaft wieder antreiben kann. Berami war vergangene Woche nach seiner Knie-OP in der Winterpause wieder ins Training eingestiegen.